Guten Abend, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das letzte Video vom Ironman Italien. Es ist Sonntagabend. Am Mittwoch setze ich mich mit Susi ins Auto und fahre Richtung Cervia. Und diese Woche habe ich nochmal die ein oder andere ganz gute Trainingseinheit gemacht. Das war nochmal eine gute Zeit, die letzten zwei Tage. Gestern 3 Stunden auf der Rolle, eine Stunde 245 Watt, dann 4x8 Minuten 300 Watt. Mit 4 Minuten locker und dann nochmal eine Stunde, so 247 Watt. Die letzte Stunde war dann schon echt recht zäh. Das war gestern am Dienstag. Heute ist Mittwoch und jetzt habe ich gerade eben den letzten langen und auch den letzten qualitativeren Dauerlauf gemacht mit 24 Kilometer gesamt, 3,36 Schnitt, bin 6,54, 3,2 Kilometer. Immer ein bisschen zügiger gelaufen, mit einem Kilometer locker dazwischen. Und ja, war jetzt schon ganz gut. Auch nichts Besonderes, also hinten raus wurde jetzt dann schon ein bisschen zäh, aber eigentlich echt nicht schlimm. War jetzt sogar ein bisschen besser, als ich es erwartet hatte, weil ich jetzt in der letzten Zeit nicht so viele lange Dauerläufe machen konnte, seit Vichy kein einziges Mal über 20 Kilometer gelaufen, also von daher war das jetzt nochmal ein guter Abschluss. Ich habe übermorgen nochmal eine 5 Kilometer Schwimmeinheit drauf. Aber im Großen und Ganzen ja, sind die letzten Monate, die letzten Wochen eigentlich ganz gut gewesen jetzt vom Training nochmal. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was der Ironman in Italien bringen wird. Ja. Wie ihr seht, ich war dann doch ganz froh, dass das Training geschafft ist. Im Großen und Ganzen kann ich sagen, ich bin gut vorbereitet. Sehr gut vorbereitet sogar. Ich würde sagen, ich bin sehr gut vorbereitet, habe gut trainiert, freue mich jetzt auf das Rennen und ja, bin insgesamt schon ein bisschen optimistischer eingestellt als vor Vichy. Da hatte ich irgendwie auch die Tage vorm Rennen schon die Hosen voll und jetzt habe ich echt Lust auf das Rennen, freue ich mich total. Und ja, wir sehen uns dann auch zum Rennvideo wieder. Ich melde mich jetzt mal ab für die Woche, konzentriere mich aufs Rennen und bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace.